Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandwalk. Wir plaudern mit der Katze und schenken der Katze, wenn ich einen habe, einen großen Sandkarpfen. Ja, zumindest mal drei Pünktchen, ne? Das freut den Macchiato. Ja, was steht an? Gute Frage, nächste Frage. Ey, Zeko, lange nicht gesehen in der Stadt hier. Wir könnten ein bisschen Schrottdiving noch machen, weil uns fehlen definitiv noch Dinge. Wir könnten hier ein bisschen aufräumen, da habe ich auch nicht so Lust zu. Heidi verlangt etwas und er braucht ein Hartholz noch. Ryan braucht noch ein Hartholz. Aber ich glaube, wir müssen hier aufräumen. Es macht gar keinen Sinn mehr, das ganze Chaos hier. Guck mal, ein Holz. Achso, andersrum. Ich sollte vielleicht einfach in der Kiste gucken, an der Holz steht. Holz. Ein Hartholzstock. Holz. Ein Hartholz. Ab. Aufteilen. Eins. So, Lotti. Ich würde sagen, wir reiten kurz zu Ryan. Reiten dann bei Heidi vorbei, um zu gucken, was die Gute braucht. Und dann reiten wir ab in die Wüste. Und kümmern uns dann da mal um die Mien. So, entspannt. So, weil wir brauchen noch das eine Teil von dem hier Fernrohr für den Key. Der sitzt ja den ganzen Tag und isst. Ich hab dir was mitgebracht, mein Bester. Gutes alles Hartholz. Thank you. Das hat sich lohnt. Alter, Beziehung zu Burgess 71 plus. Oh, Yogi, das ist, was ich für diesen Auftrag brauche. Ich war irgendwie begeistert von der Aussicht, nichts zu tun. Aber ich schätze, stattdessen könnte ich vielleicht doch noch etwas tun. Das hat sich gerade freundschaftstechnisch richtig gelohnt. Bürgermann einfach 71 Freundschaftspunkte. Bürgermann Beste. So, wir wissen Mode. Heidi läuft hier im Freien rum. Hi, Heidi. Heidi, ich habe gehört, du brauchst was. Ich habe mir in letzter Zeit wirklich große Lagerkiste gewünscht. Na klar, besorge ich dir. Habe ich So jetzt long, tatsächlich partner. nicht einstecken, aber kann ich mich drum kümmern? Das ist doch gar kein Problem. Galoppa, galoppa, galoppa. Was mich ein bisschen wundert, dass wir noch keine zweite Kampfmine haben. Da haben wir ja immer noch nur unseren Vier-Jahreszeiten-Tisch da hinten. Aber gut, wir gehen rein. Können mal schauen. Wir brauchen für die Mission. Uns fehlt noch das astronomische Teleskop Stück 1. Bogan ist nicht da. Da warten wir. Er ist auch legit nicht auf der Map. Ist was Sand drin? Hier läuft irgendwer rum. Da könnte man mal gucken, wer das ist. Vielleicht ist das Bogan. So nach dem Motto, ne? Der ist halt als Spiel, also als NPC auf der Map und nicht als Wesentier, wie auch immer man es nennen möchte. Schauen wir doch mal. Katori bewundert erstmal unser DNS-Modell. Das freut mich natürlich. So. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Bogan Jack. Wie geht's dir, mein Bester? Wieder ein. Sieh an, sieh an, sieh an. Wenn das nicht der alte Kampfgesicht ist. Zweifellos ist er auf einem weiteren Kampfhaus. Hast du irgendwelche letzten Worte? Vielleicht zur Abwechslung ein paar, die nichts mit Kämpfen zu tun haben? Möchte dich umarmen? Sehr süß, immer noch Kampfbegriffe. Okay. Schnetzeln! Oh, der ist ja immer noch kein Gegner. Also ich meine, es ist ein bisschen unfair, dass ich mit Dolchen auf ihn einsteche, während er boxen will, aber. Er macht halt. Leute, die kommen auch mal noch dazu. Haben wir von zwei Seiten angerammelt. Oh, verdammt, du hast Glück gehabt. Ich habe vergessen, mein Gesicht aus dem Weg zu schieben. Wenn du das tust, ziemlich gute Bewegung, ja. Aber es wäre nicht so gut gewesen, wenn mein Gesicht nicht da gewesen wäre, wo es war, oder? Wieder Glück gehabt, oder? Such mich noch einmal für eine kranke Belohnung auf krank wie ich. Wie ich schon sagte, krank. Okay.
Mein Teamkamerad ist verletzt. Ne, der ist nicht verletzt. Jetzt wissen wir auch, er wird als grüner Punkt wieder mir angezeigt hier auf der Map. Und nicht als, ich dachte, ne, er wird so in der Größe angezeigt halt. Aber wahrscheinlich müssen wir da jetzt wieder warten. Ja, warten, bis er wieder auftaucht. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Mine. Weil jetzt haben wir keinen Bogan Jack mehr, den man hier platt machen könnten. Galoppa, galoppa, Bonanza! Das ist schon durchaus entspannt. Könnten auch ein bisschen Plastik hier mitnehmen, aber ich meine, eigentlich möchte ich ja das Teleskop da finden. Und das können wir nur in den Minen finden. Das erste Stück. Guck mal, das hier, astronomisches Teleskop. Es wird gar nicht angezeigt, welches Teil. Ja gut, dann rein da. Wir haben ja noch ein Ticket. Das müssen wir auch nutzen. Können nicht immer nur einmal rein und dann nicht mehr nutzen. Das heißt, wir werden jetzt noch ein paar Tage und Nächte hier verbringen. Wenn wir denn reingelassen werden. Wenn es denn geht. Es knistert so schön. Ebene 8. Scannen wir doch mal. Keine Relikte, aber Erze. Die nehmen wir natürlich auch mit. Was ist das hier? Wo war ich da schon drin? Gibt es da noch was? Ja, ich befürchte, hier waren wir schon drin. Like und subscribe. Gehen wir wieder raus. Ja, gehen wir mal weiter. Hier gibt es auf jeden Fall Dinge. Chromholz, das haben wir noch nicht gehabt bisher, glaube ich. Das brauchen wir aber. Ah doch, das hatten wir schon. Magnesium brauche ich. Ich brauche eine schöne Magnesium-Verbindung. So, hier ist noch ein Relikt drunter. Eine hydraulische Stange. Sonnenstatue-Teil? Weiß ich nicht, ob wir das schon haben. Aber wir nehmen es einfach trotzdem mit, natürlich. Ein Werkzeugkasten, ja. Warum scanne ich sie? Ich nehme doch eh alles mit. Sind wir mal ehrlich. Ich werde nicht auf anfangen, irgendwas nicht mitzunehmen. Nur weil, ich weiß nicht, welche Teile ich habe. Ich buddel mich hier eh durch. Ich muss gar nicht so tun, als würde ich nicht jeden Loot mitnehmen, den ich finde. Wüsste ich, was mir fehlt? Okay, anderes Thema. Müsste ich dann aufschreiben nebenher? Dann könnte man mal gezielt nach den Dingen suchen und keine Energie verschwenden für Dinge, die man vielleicht gar nicht braucht, aber... Wie gesagt, that's not how it works. Ich buddel einfach. Und dann finden wir Dinge und die nehmen wir mit. Motoren und andere praktische Dinge. Ein Punkt. Den nehmen wir natürlich. Mehr Edelsteine Chancen. Ausdauerverbrauch verringern. Ja, würde ich sagen, nehmen wir erstmal die Edelsteine. Ah, ne, den Schrottberg gepumpt. Ah, jetzt habe ich die Edelsteine genommen. Egal. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben hier eh bald relativ viel der möglichen Punkte, um hier alles zu freizuschalten, sag ich jetzt mal. Weil viel fehlt da ja nicht mehr. Ich meine, fürs Bäume schütteln, okay, aber sind wir mal realistisch. Wie oft habe ich jetzt schon Bäume geschüttelt? Ich glaube, wir sind einfach keine Baumschüttler. Muss man auch mal so sehen. So, guter Schwefelkies. So, schauen wir mal. Hier soll es einen Ausgang geben. Dann nehmen wir den doch mal. Ab auf die nächste Ebene. Ja, aber wir haben jetzt natürlich 200 Energie verbraucht. Würden wir jetzt immer nur gucken, was geht's da? Was ist das für ein Relikt? Können wir es mitnehmen? Würden wir vielleicht schneller zum Erfolg kommen. Also, ne, um das Relikt zu finden. Aber wie gesagt, wir brauchen ja eh alles, was hier drin ist. So ist es nicht. Das heißt, ne, kleine Scannung. Da ist ein Relikt. Kompakter Motor. Nehme ich. Was ist das?
Ein seltsames Objekt? Hallo? Ein Explosionsfass! Ich nehme den Loot, dankeschön. Seltsames Objekt, das ist ein Fass. Das explodiert, ein TNT-Fass. So, natürlich in der Ecke, wo am meisten Schrott liegt, ist die Tür, um weiterzukommen. Ah, suspicious. Oh, Stromnetze. Kleine Scannung. Okay, hier kommen wir nicht runter. Da ist ein Loch drin, okay. Aber wir können auch einfach die Rolltreppe nehmen, wie wär's? Nehmen wir den einfachen Weg, oder? So. Danke für den Loot. Der tut ziemlich gut. Den nehme ich natürlich mit. Den auch? Na, dankeschön. So, jetzt müssen wir nochmal da hochkommen, weil da ist auch noch Loot. Loot, den wir brauchen. Aber ist gar kein Ding. Wo ist der Loot jetzt? That shit. Wird man da irgendwo her durchkommen? Ne, ich glaube nicht. Au, au, au. Das sieht ja nicht so viel Leben. Das können wir noch ein paar Mal ausprobieren. Au. Au. Okay. Au. Warum fliege ich denn immer dagegen? Was soll denn der Scheiß? Are you fucking kidding me? Okay, ich gehe hier raus. Safety first. Jetzt. Was gäb's da drüben denn? Habe ich was zum Essen dabei, was mir Leben bringt, was ich normalerweise ja nie verwenden würde? Außer ich kämpfe vielleicht. Ausdauer plus 8. Ausdauer. Flashlines. Ein Reliktbeutel. Bisschen Hundefutter. Ah, Lebenspunkte, komm. Nehmen wir mal 2. Ich kann da unten einfach stehen. Okay. Dann stehe ich da halt einfach. Oder hier ist einfach eine Treppe nach unten, die komplett zugeschüttet ist. Gib mir diesen Loot. Geht doch. Ja, nichts Besonderes jetzt. Nur geht ja auch eher. Das ist 2er. Da müssen wir hier runterkommen. Das ist unter der Treppe. Wie komme ich denn jetzt unter die Treppe? Ich meine, das 2er haben wir, aber. Ja, dann brauchen wir es eigentlich auch nicht. Gut, aber wir müssen eh irgendwie darüber kommen wieder. Gucken wir mal, wo das hier alles hinführt. Wo soll das nur hinführen? So. Komme ich auch zu meinem Teleskopstück hier drüben. Dankeschön. Gucke ich mal, ob ich hier durchkomme oder ob hier gleich irgendwo wieder ein Stromzaun ist. Aber ich glaube, so weit kommen wir gar nicht mehr. Oh lol. Zeitenloot. Ja, würde ich sagen, wir verlassen mal die Ruinen. Wenn wir schon keine Ausdauer mehr haben, können wir auch nichts mehr machen. Gehen wir nach Hause. Füllen unsere Maschinen voll. Und ja. Lassen den Abend ausklingen. Lolli, gib Stoff. Lolli Karolli. Ein Ausdauer habe ich noch.
finde es sehr süß, dass in so einem Spiel wie Sandrock hier der Winter trotzdem mit Schnee dargestellt wird. Ich weiß gar nicht, in der Wüste gibt es da einen Winter in der Form oder ist das ganze Jahr über Eis? Also, ne? I don't know. Ich meine, so Sandsteingebilde, da gibt es auch Schnee, das weiß ich. So, dann sind wir gleich da. Dann können wir auch mal gucken, ob unser Doodles, was der gesagt hat zu seiner Kartoffel. Hey Doodles. Kann ich dich mit dem Staubwedel streicheln? Die Beliebtheit unbekannt, er hat sie noch nicht gegessen. Doodles, du musst auch was essen. Du kannst nicht einfach nichts essen. Okay. Kommt hier mal Kupferschrott rein? Kommen hier auf jeden Fall noch Steine rein? Wie viele Erze habe ich? Auch nicht viel. Quarz. So. Was geht hier noch Feines? Stahlstange, Mangan, Stahlstange. Da müssen wir ein paar Stahlstangen wieder herstellen. Geht ja so nicht. Dass wir da so wenige haben. Sind wir ja bald auf dem Trockenen. Das wollen wir ja auch nicht. So, und hier auch. Wenn das Material dafür haben wir ja da. Dann befüllen wir die. Es steht gar nicht alles kreuz und quer. Ich weiß nicht, was da abgibt, ne? So, es wäre natürlich sinnvoll zu gucken, dass wir nur Dinge auffüllen, von denen wir auch mindestens 10 Stück haben. Dass wir nicht über Nacht etwas verlieren. Ich glaube nicht, dass die ganze Nacht reicht, um das wegzumachen, aber trotzdem. Plastikschrott haben wir keinen, aber ne, hier Motor auffüllen. Natürlich auch eine gute Sache. Hier ist noch Gummischrott. Gut, da kippen wir Gummischrott nach. Hier die Warteschlange ist voll. Ne, ist sie eben nicht. Ich hab doch noch mehr Gummischrott. Achso, da sind 5 drin, das heißt, wir können auch noch. Okay. Ist ja okay, Spiel. Ich akzeptiere, dass du das nicht möchtest. Und hier legen wir Eisenschrott nach. So, kurz alles in Truhen schmeißen. Einfach tonnenweise Relikte wieder eingesammelt. Fancy Stuff, Metalle, Pflanzen, Pflanzen 2, Relikte 1, 2, 3, 4. So, ist das alles schon drin? Die Sachen, wie gesagt, die müssen wir noch verschenken, dürfen wir nicht vergessen dauernd. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal schlafen eine Runde. Und wir können auch mal kurz noch ein bisschen aufräumen vielleicht. So. Schöne Haushaltsschleifmaschine. Da haben wir noch eine, oder? Nee. Haushaltsverarbeiter, Nähmaschine, Haushaltsverarbeiter. Oh, nehmen wir den mit. Den Mixer mal kurz hier zur Tür stellen. Oder ganz hier rüber. Einfach weg damit. So. Der Verarbeiter. Schleifer, Verarbeiter, stellen wir den doch auch dazu. Stellen wir den halt hier hin. Ist ein bisschen Ordnung, ne? Gut. Schon wieder ein bisschen Platz gewonnen. Auch wenn die Recycler halt noch so übers ganze Gelände quasi verteilt sind. Guck mal, können wir mal eine Runde Holzbretter herstellen. Falls wir da mal was brauchen. Und hier eine Runde Hartholz dealen. Bronze Stäbe könnte man mal noch herstellen. Guck mal, den können wir. Also, ne, ich würde den eigentlich ja gerne
unter den Schirm stellen, aber ich glaube, unter den Schirm wird nichts. So. Dann würde ich sagen, wir gehen mal pennen. Gehen einfach mal pennen. Und ich sage an der Stelle auch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye.